Oft ist die Stetigkeit der Finanzierung ein Problem. Und Finanzierung ist sicherlich auch ein Problem, was die Landkreise umtreibt und insbesondere Herrn von Komorowski, der als Hauptgeschäftsführer des Landkreistages Baden-Württemberg jetzt mein nächster Referent ist. Leider ist hier intern ein bisschen was schiefgegangen mit Ihrer Vita. Ich weiß nur, Sie sind Jurist. Den Rest müssten Sie selber übernehmen, dass Sie sich selber vielleicht nochmal kurz vorstellen. Herr von Komorowski, aus Zeitgründen drücke ich auf die Tube. Sie haben sofort das Wort. Vielen Dank, Herr Katzenstein. Vielen Dank auch für die Einladung zu dem Fachgespräch. Ich glaube, dieser Austausch auch zwischen Grüner Landtagsfraktion und Landkreisen ist außerordentlich wichtig. Ich darf Ihnen jetzt heute so ein bisschen die Erwartungen näher bringen, die wir Landkreise an die Landespolitik haben. Und das ist eine insofern etwas undankbare Rolle, als ich jetzt das Abstraktionsniveau natürlich etwas nach oben verschieben werde. Wir hatten jetzt sehr praktische Beispiele und sehr anschauliche Beispiele diskutiert. Damit kann ich nur sehr eingeschränkt dienen. Aber es war ja auch ausgemacht gewesen, dass ich vor allem auch unsere Erwartungen formulieren soll, unsere Erwartungen darlegen soll, durchaus auch im Hinblick auf das, was nach dem 14. März kommenden Jahres auf uns zukommt. Jetzt versuche ich gerade die PowerPoint-Präsentation zu bedienen. Habe ich die schon? Wunderbar. Also ich würde gerne unsere Überlegungen zu dem, wie auf Landesebene auf die Weiterentwicklung der Mobilität im ländlichen Raum reagiert werden sollte, würde ich gerne anhand von 5 Leitfragen entwickeln. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, glaube ich, wo wir uns nochmal rückversichern müssen, ist, wo soll es eigentlich hingehen? Und ich glaube, da gibt es ein Oberziel, das auch nicht diskutierbar ist, aber das muss man sich, glaube ich, nochmal vor Augen führen, weil das relevant ist für alles andere, was wir nachher an Maßnahmen diskutieren. Ich glaube, das ganz klare Oberziel ist, dass wir Treibhausgasemissionen in effizienter Art und Weise reduzieren müssen. Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg, das ja jetzt entsprechend novelliert werden soll, hat da schon eine ambitionierte Zielmarke für 2030 formuliert. Jetzt sind wir gerade dabei, auf europäischer Ebene diese Zielmarke nochmal zu überbieten im Rahmen des Green Deals. Also daran mag man schon die Dringlichkeit der Thematik sehen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wenn wir über Mobilität im ländlichen Raum sprechen, wir diese Zielsetzung uns immer klar vor Augen halten. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist dann, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir Maßnahmen definiert, die dann diesem Ziel entsprechend dienen? Und da ist es natürlich eine Binsenweisheit, dass wir eine ganze Reihe von Maßnahmen brauchen werden. Was ich allerdings an der Stelle schon betonen möchte, ist, dass ganz, ganz entscheidende Bedeutung dem Umstand beizumessen ist, dass wir tatsächlich auch eine klar definierte Strategie brauchen. Wir brauchen eine Strategie, die sich sehr stark orientiert am Effizienzprinzip, an umweltökonomischen Kosten-Nutzen-Analysen. Und in diese Kosten-Nutzen-Analysen müssen sich dann die zu definierenden Maßnahmen einfügen. Warum brauchen wir einen solchen starken, auch volkswirtschaftlich informierten Ansatz, eben weil die Mittel begrenzt sind. Damit bin ich bei der dritten Leitfrage. Wie kriegen wir das alles bezahlt? Alle, die sich mit Verkehrsfinanzierung beschäftigt haben, werden sicher irgendwann auch schon mal innerlich aufgeschrien haben und gesagt haben, letztlich bräuchten wir eine grundlegende Reform der Verkehrsfinanzierung, weil die einfach hochgradig intransparent ist, weil die verbunden ist mit erheblichen Fehlanreizen. Aber dieser innere Aufschrei verstummt dann immer relativ schnell, weil wir alle wissen, dass es ein sehr dickes Brett ist. Also was bräuchten wir jetzt eher in der akuten Situation? Was brauchen wir kurzfristig? Und ich glaube, da sind wir jetzt schon auf einem relativ guten Weg, indem wir doch auf Bundes- und Landesebene entsprechende Investitionsoffensiven gestartet haben. Jetzt würde es darum gehen, diese Investitionsoffensive auch ein Stück weit zu verstetigen, sagen wir mal, in eine 10-Jahres-Perspektive hineinzukommen. Und das haushaltsrechtliche Instrument, um solche längerfristigen Finanzierungsströme zu organisieren, wäre beispielsweise ein Sondervermögen, das man auch auf Landesebene einrichten könnte. Zumindest wäre dies eine Überlegung wert.
Vierte Leitfrage, was lernen wir aus der Praxis? Wir haben eine ganze Reihe von tollen Modellprojekten. Einige sind hier vorgestellt worden. Wir haben übrigens, Frau Herget, durchaus auch Modellprojekte schon zur Erreichbarkeitssicherung in Baden-Württemberg. Da haben wir tolle Tools entwickelt. Unser Problem allerdings ist, dass unsere Modellvorhaben und so deutlich auch die Nachfragen von Herrn Katzenstein, dass unsere Modellvorhaben eben häufig befristete Insellösungen bleiben. Und was wir erreichen müssen, ist, dass wir im Prinzip ganz schnell zu Archipellösungen kommen und dann über die Archipellösungen hinaus das Ganze in Regelsysteme einsteuern. Ich glaube, da haben wir noch ganz viel Luft nach oben und da müssen wir unbedingt besser werden. Und die Frage, wie man das Ganze anpackt, ja, das ergibt sich eigentlich schon aus dem, was ich leise angedeutet habe. Wir müssen fachlich sauber die Maßnahmen definieren. Wir müssen sie im Hinblick auf Klimaschutzziele legitimieren und müssen das Ganze in eine saubere Strategie einfügen, weil nur auf diese Art und Weise wir tatsächlich Aufwand und Ertrag, Ressourceneinsatz und das, was nachher an Outcome da ist, in ein ordentliches Verhältnis bringen. Die Landespolitiker und auch die Kollegen aus dem Fachministerium wissen, dass wir als Landkreistag in dem Zusammenhang immer die Chiffre eines Landesmobilitätskonzepts setzen. Wir halten ein solches Landesmobilitätskonzept für ganz entscheidend, um diesen strategischen Ansatz zu realisieren. Ich will jetzt nicht nochmal auf die Klimaschutzziele eingehen, auch vor dem Hintergrund unserer eingeschränkten Zeit, sondern möchte nochmal deutlich machen, weshalb es aus unserer Sicht so wahnsinnig wichtig ist, den Fokus auf die nachhaltige Mobilität gerade in der Fläche und gerade im ländlichen Raum zu setzen. Ich glaube, diese Fokusverschiebung hat stattgefunden. Dieses Fachgespräch ist ja auch Ausdruck dessen. Vielen Dank deswegen auch nochmal an dieser Stelle für dieses Fachgespräch. Auch der Bund nimmt das stärker in den Blick. Aber der Minister hat ja dankenswerterweise vorhin selber darauf hingewiesen, dass wir da noch Nachholbedarf haben. Und warum müssen wir den Fokus stärker auf den ländlichen Raum richten? Nicht nur, weil wir dieses hohe verfassungsrechtliche Gut der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse haben, von der Sie gesprochen haben, Herr Katzenstein. Auch nicht nur deswegen, weil wir letztlich die Klimaschutzziele nicht erreichen werden, wenn wir uns auf den großstädtischen Raum konzentrieren. Ich glaube, wir müssen auch eine gesellschaftspolitische Dimension unbedingt mit beachten, weil ich glaube, es hat uns alle erschreckt, wie die Bewegung der Gilets Jaunes in Frankreich sich entwickelt hat. Und wenn wir das uns nochmal genau vor Augen führen, was waren die Ursachen für diese Entwicklung, dann hat das ganz viel mit Mobilität zu tun und dann hat das ganz viel mit Mobilität in der Fläche und im ländlichen Raum zu tun. Und da müssen wir, glaube ich, gemeinsam ganz klug überlegen, wie wir das hinbekommen, um diese gesellschaftspolitischen Verwerfungen, die es eben auch bei einer solchen Mobilitätsdiskussion geben kann, damit wir die nach Möglichkeit vermeiden. Was bedeutet Mobilität im ländlichen Raum? Hat heute nur eine geringe Rolle gespielt, deswegen will ich es hier nochmal ganz bewusst adressieren. Ich glaube, wir müssen, wenn wir über Mobilität im ländlichen Raum sprechen, auch über Elektromobilität sprechen. Wir müssen auch über alternative Antriebe sprechen, im Kontext eben auch von individualisiertem Personenverkehr, weil das wichtige Lösungsbausteine sind, um tatsächlich bei der Mobilität im ländlichen Raum weiterzukommen. Vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, was ich vorhin in dieser gesellschaftspolitischen Dimension angesprochen habe. Wir brauchen auch natürlich das Thema autonomes Fahren. Dieses Thema autonome Fahren müssen wir insbesondere auch für die Fläche definieren. Ich glaube, das sind ganz wesentliche Botschaften, die wir aussenden müssen, wenn wir das Thema nachhaltige Mobilität für den ländlichen Raum durchdeklinieren wollen. Das zu betonen heißt nicht, die Bedeutung des ÖPNV zu relativieren. Da wäre ich falsch verstanden worden. Wir stehen absolut hinter den Zielsetzungen der Landesregierung, was die Stärkung des ÖVs anbelangt. Wir sind auch bereit, die sehr ehrgeizigen Ziele, die in diesem Kontext formuliert worden sind, mit zu unterstützen. Und wir sehen uns da als ÖPNV-Aufgabenträger in der Verantwortung. Wir meinen nur,
nachhaltige Mobilität muss breiter diskutiert werden, wenn wir über den ländlichen Raum sprechen. Und ich darf in dem Zusammenhang vielleicht auch auf ein Positionspapier unseres Verbands hinweisen, Klimaschutz in den Landkreisen, wo wir solche Überlegungen nochmal im Einzelnen anstellen und das ist vielleicht auch die Besonderheit dieses Papiers, nicht nur Forderungen an die Landespolitik formulieren, das tun wir natürlich auch und gerne, aber wir versuchen dort auch Selbstverpflichtungen zu definieren. Also zum Beispiel eine Selbstverpflichtung, wenn wir sagen, naja, wir wollen das Instrumentarium der Nahverkehrsplanung künftig noch stärker dafür nutzen, um auch regulatorisch alternative Antriebe voranzubringen. Also das sind sozusagen Selbstverpflichtungen, die wir als ÖPNV-Aufgabenträger an dieser Stelle auch gerne übernehmen wollen. Nun ist es natürlich so, dass wenn wir über Mobilität im ländlichen Raum sprechen, dann müssen wir der Tatsache ins Gesicht schauen, dass es nach wie vor ein Spannungsverhältnis zwischen öffentlichem Verkehr und motorisiertem Individualverkehr gibt. Wir haben dieses Spannungsverhältnis nach wie vor auf der ideologischen Ebene. Da ist es immer noch nicht ganz überwunden. Wir haben es aber auch auf der tatsächlichen Ebene. Das muss man einfach als Tatsache mal hinnehmen. Ich wäre allerdings zuversichtlich, dass wir dieses ideologische Spannungsverhältnis ganz gut überwunden bekommen, weil wir inzwischen, was das tatsächliche Spannungsverhältnis anbetrifft, Antworten haben, die das etwas einfache Entweder-Oder überwinden. Und da habe ich jetzt auf die Folie auch die Schlagworte genannt, die man in diesem Zusammenhang tatsächlich nutzen kann, um dieses Spannungsverhältnis sowohl auf der ideologischen als auch auf der tatsächlichen Ebene ein Stück weit zu überwinden. Mobilitätsmix, klimafreundliche Antriebe, Digitalisierung, das scheinen doch Ansatzpunkte zu sein, damit man falsche Frontstellungen überwinden kann. Aber natürlich uns als ÖPNV-Aufgabenträger geht es natürlich insbesondere auch darum, den ÖPNV auszubauen und Qualitäten dort zu steigern. Wir werden allerdings nicht umhinkommen, aber das ist auch sehr schön in dem Vortrag von Herrn Minister zum Ausdruck gekommen, wir werden nicht umhinkommen, an dieser Stelle auch raumschaftsabhängig zu differenzieren. Wir müssen hier sicherlich nicht Lösungen 1:1, die im Verdichtungsraum sich als richtig erwiesen haben, auf den ländlichen Raum übertragen. Da muss man sicherlich entsprechende Kreativität aufbringen. Ähnliches gilt für die Taktungsfrage, auch hier muss man sich einfach vor Augen halten, hat der Minister aber auch schon gesagt, dass wir, wenn wir eine dichtere Taktung im ländlichen Raum erreichen wollen, wir das verbinden müssen mit On-Demand-Verkehren und Ähnlichem. Was mir ganz besonders wichtig ist, was uns ganz besonders wichtig ist, ist das Thema Digitalisierung. Über diese Plattform Mobilitätsdaten bei der NVBW, über die sind wir sehr glücklich, weil sie sozusagen auch den Ansatz hat, die Schwarmintelligenz von Start-ups zu nutzen, um hier tatsächlich einen gewissen Quantensprung hinzukommen. Ich glaube, die Bedeutung von Digitalisierung gerade für die nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum wird man kaum überschätzen können. Naja. Und dann komme ich natürlich am Ende des Tages, wenn es um Maßnahmen geht, immer wieder auf mein Ceterum Censeo zurück. Wir brauchen ein Landesmobilitätskonzept, das ein Gesamtpaket schnürt, das beispielsweise auch die Verantwortlichkeiten sauber definiert. Herr Minister hat vorhin, als es über die unterschiedlichen Zeiten für den Unterrichtsbeginn ging, hat er ganz lapidar erklärt, das ist eine Aufgabe der Schulleitungen und der Kommunen. Das entspricht einfach nicht der gesetzlichen Regelungslage in Baden-Württemberg. Die gesetzliche Regelungslage in Baden-Württemberg ist eindeutig. Das ist Aufgabe der Schulkonferenzen. Da haben die Kommunen null und nichts zu melden. Wenn man das ändern möchte, dann muss sich der Herr Minister mit der Frau Kultusministerin ins Benehmen setzen und versuchen, eine alternative Lösung zu entwickeln. Gleiches gilt, wenn wir wirklich anspruchsvoll das Thema nachhaltige Mobilität eingehen, dann müssen wir beispielsweise auch über Zeit- und Meilensteinpläne sprechen. Auch das wäre ein wunderbarer Inhalt für ein solches Landesmobilitätskonzept. Finanzierung ist natürlich dann auch so eine Thematik, die im Rahmen eines Landesmobilitätskonzepts angegangen werden müsste. In diesem Rahmen
wird es dann auch sicherlich erforderlich sein, das zu tun, was der Herr Minister vorhin auch schon angesprochen hat, nämlich auch über Drittnutzerfinanzierung zu sprechen. Aber ich werbe nochmal dafür, die Dinge im Zusammenhang zu betrachten. Gerade auch Finanzierungsthemen sozusagen scheibchenweise zu lösen, führt zu politischen Diskussionen und möglicherweise auch zu Auseinandersetzungen, die sich erübrigen würde, wenn man das Ganze in einen größeren Wurf einordnen würde. Jetzt komme ich irgendwie nicht weiter mit meiner PowerPoint. Vielleicht doch, wunderbar. Auch bei den Förderprogrammen sollten wir, glaube ich, noch mal ganz genau hinschauen und die daraufhin scannen, ob sie praxistauglich sind. Und ein ganz guter Indikator dafür, ob solche Programme tatsächlich praxistauglich sind, sind der Mittelabfluss. Also lassen Sie uns gemeinsam noch mal die Programme genau unter diesem Gesichtspunkt anschauen. Außerdem brauchen wir, glaube ich, wenn wir in Zukunft Förderprogramme aufsetzen, verstärkt auch Unterstützung für Personalressourcen, weil wenn wir uns allein konzentrieren auf investive Mittel, unterschätzen wir, meine ich, dass viele Maßnahmen heute mit Bordmitteln aus den vorhandenen personellen Ressourcen der Antragsteller nicht mehr stemmbar sind und deswegen an dieser Stelle das Plädoyer, hier auch nochmal die Förderprogramme an dieser Stelle zu überdenken. Ja, und klar, dass die bedarfsorientierten Verkehre eine größere Rolle spielen müssen. Ich glaube, das brauche ich nicht zu vertiefen. Da sind wir uns alle einig. Pilotprojekte. Ich hatte Herrn Katzenstein versprochen, dass ich mal ein Modellvorhaben mitbringe. Ich bringe das aus dem Landkreis Calw mit. Da ging es um die stärkere Berücksichtigung von bedarfsorientierten Verkehren innerhalb des bestehenden ÖPNV-Systems, das sind also Rufbuslinien, in die normalen Linienverkehre integriert worden, um so zu wirtschaftlichen Konditionen einen Stundentakt zu ermöglichen. Das Land hat es dankenswerterweise in großzügiger Weise mit fast 70% gefördert. Ich glaube, das war eine gute Sache und auch die Evaluation des Ganzen ist relativ positiv ausgefallen und es hat sich bestätigt, dass wirklich eine Kombination aus Linienverkehr und Bedarfsverkehr der richtige Ansatz ist für den ländlichen Raum. Es haben sich allerdings auch ein paar Fragen gestellt, mit denen wir uns, glaube ich, gemeinsam auseinandersetzen müssen. Die eine Feststellung war, dass dieses Modell trotz allem nicht zu einer echten Verhaltensänderung geführt hat. Also wir haben kein signifikantes Umsteigeverhalten der Bürgerinnen und Bürger vom MIV auf den ÖV feststellen können. Frau Hergert hat ein paar Argumente oder Gründe dafür ja in ihrem Vortrag genannt gehabt, warum das so schwierig ist. Aber das ist einfach etwas, womit wir uns, glaube ich, beschäftigen müssen. Naja, und das andere ist die Frage, ob ein Stundentakt tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist, wenn wir bedarfsorientierte Verkehre aufgleisen oder ob der Charme von bedarfsorientierten Verkehren nicht gerade in ihrer Flexibilität liegt. Darüber müssen wir, glaube ich, gemeinsam sprechen. Sie sehen, meine Damen und Herren, ich habe mich beeilt, weil ich Herrn Katzensteins gestrengen Blick gesehen habe. Fazit also, wie packen wir es sinnvollerweise an? Ich glaube, wir müssen die Ziele und Maßnahmen der Verkehrswende fachlich ganz, ganz sauber definieren. Das ist der erste Schritt. Dann müssen wir schauen, welches Finanzvolumen politisch festgelegt ist. Und dann müssen wir wirklich, und da plädiere ich ganz nachdrücklich für ein umweltökonomisches Vorgehen. Wir müssen dann schauen, mit welchen Maßnahmen wir zu den geringsten Kosten den besten ökologischen Ertrag hinbekommen. Und das bekommen wir nicht hin, wenn wir ein Modellprojekt nach dem anderen fahren, sondern nur, wenn wir das Ganze strategisch aufgleisen. Und deswegen ende ich, ceterum censeo, nochmal mit meinem Plädoyer für ein Landesmobilitätskonzept und danke gleichzeitig für Ihre Aufmerksamkeit.